Bundesliga 25. Spieltag mit dem Borussen-Duell und das ist aktuell das Duell Vierter gegen Dritter. Und wenn man schaut, in der Vorrunde war das vor diesem Spiel das Duell Erster gegen Achter. Aber vergesst mir eine Sache, Radek, bitte nicht. Und zwar Gladbach spielt noch gegen Köln, aber da rechnen wir mit dem Sieg vom FC Köln, denn die fegen derzeit jeden weg. Ja, los geht's aber mit dem Freitagsspiel. Wie immer Paderborn gegen die von dir genannten Kölner. Und die Kölner sind auch hier Favorit, denn mit Paderborn haben wir uns letzte Woche schon wieder mal ein bisschen die Finger verbrannt. Wir haben gedacht, gegen Mainz können die doch jetzt mal hier was reißen und aus dem Tabellenkeller rauskommen. Aber denkste Puppe. Ja, man tendiert ja ganz gern dazu, dass man dem Tabellenletzten dann ganz gern mal mehr Credits gibt, als er tatsächlich verdient hat. Paderborn hat jetzt wirklich nicht mehr so viele Chancen, denn sie spielen halt auch noch gegen Top-Teams, das darf man nicht vergessen und da können sie nicht unbedingt mit Punkten rechnen. Köln ist von den letzten, eigentlich von der Rückrunde gesehen, schon ein Top-Team und das ist jetzt ein sehr spannendes Spiel, denn vor nicht allzu langer Zeit war dieses Duell Vorletzte gegen den Letzten, glaube ich, also in der Hinrunde dürfte das so gewesen sein. Und jetzt ist Köln Elfter, kommt mit einem richtig, richtig guten Sieg letzte Woche gegen Schalke daher. Was spricht für Paderborn, ist eher die Frage, denn von der Formkurve alles auf Köln. Ja, aber ja, dafür ist die Kölner Quote halt auch ein bisschen zu niedrig. Also ich traue denen ja auch nach wie vor nicht über den Weg. Irgendwann werden die auch mal wieder verlieren, gerade wenn man halt jetzt denkt, die sind stark, die können natürlich gegen den Tabellenletzten müssen sie gewinnen. Ja. Gerade da leisten die sich vielleicht dann wieder mal ein bisschen eine schwächere Leistung und dann ist Paderborn vielleicht da, aber die Quoten auf Paderborn sind auch zu niedrig, deswegen... Ich habe aber eine Idee. Oh, jetzt hat er eine Idee, was denn? Was wirst denn du für eine Idee haben? Wenn du mal Over-Under-Tore schaust, ich habe ja so ein Gefühl, dass beide versuchen, das Spiel zu gewinnen, beziehungsweise Offensivfußball spielen. Die Buchmacher wissen das bestimmt auch, aber was geben sie uns für eine Quote? Ja, über 3 in der 1,88. Nicht uninteressant, du sagst, ob ja oder nein. Nein. Dann zum Samstag. Ja, es kann auch einfach ein langweiliger Kick werden, aber prinzipiell in der Bundesliga sind ja Übertore eigentlich eine gemähte Wiese, aber in dem Fall gibt es nicht so viel her. Leverkusen-Frankfurt, das schaut doch dann schon wesentlich attraktiver aus, wenn man hier auf einer Seite eine relativ hohe Leverkusener Quote nimmt und auf der anderen Seite auch eine sehr hohe Frankfurt-Quote. Da ist halt die Frage, für wen schlägt dein Herz, für wen willst du hier quasi argumentieren? Die Argumentation wäre auf Seiten der Frankfurter, weil Leverkusen einfach nicht konstant genug ist, jetzt viele Spiele in Folge zu gewinnen. Frankfurt und hingegen schon. Frankfurt gegen Teams wie Leipzig eigentlich ganz gut ausgesehen hat und auch andere Teams, die so im oberen Mittelfeld sind, da halten sie schon ganz gern mit und holen ihre Punkte. Es heißt ja so schön, sie verlieren gegen die Armen und gewinnen gegen die Reichen. Also ich glaube nicht, dass sie in Leverkusen gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Asian Handicap auf Frankfurt nicht uninteressant ist. Auf der anderen Seite wird es aber, wenn es jetzt nicht eine mächtig geniale Quote gibt, keine Wettempfehlung für mir auf dieses Spiel geben. Und siehst du da was? Nee, wie gesagt, ich gehe eigentlich fast davon aus, dass Leverkusen da zu Hause gewinnen wird. Und dann wäre die Quote auf Leverkusen mit 1,7, 1,75 um den Dreh interessant. Würde hier einfach nicht auf Frankfurt wetten, auch wenn es hier meint, die Quote ist auch nicht wirklich gut. Nee. Deswegen kann ich dir noch vielleicht hier auch anbieten auf Over-Under, weil das ja wirklich Mannschaften sind, die gerne und viele Tore schießen. Hier ist es auch nur eine 1,88, wenn genau 3 Tore fallen. Aber hier hätte ich bei der Quote ein besseres Gefühl. Ja, aber das hat man oft bei Leverkusen. Dann wird man richtig in den Wamst gezwickt. Ganz genau. Es gibt ja auch Wettseiten, wo man auf politische Ereignisse wetten kann. Und wäre mal ganz spannend, was die Quote ist, ob ein
Hurensohn-Plakat ausgerollt werden würde in irgendeinem Stadion. Oh, hoffentlich wird uns dieses Video jetzt nicht wegen deinem Schimpfwort zensiert. Ja, die Wahrscheinlichkeit dürfte relativ hoch sein, glaube ich. Aber darauf will ich gar nicht wetten. Das ist, hat ja auch gar nichts mit Fußball zu tun, wie viele ja immer wieder dann sagen. Deswegen, meine Over-Under-Wette, sagst du hier nein, oder wie? Nee. Wolfsburg-Leipzig, hohe Leipziger-Quote bei doch sehr durchwachsenen Wölfen. Das Durchwachsen sollte man vielleicht zurücknehmen. Die haben ein 2-0 bei den Eisernen aufgeholt. Und wie Berlin drauf ist, muss man das schon fast als Erfolg sehen. Davor 4-0 gegen Wolfsburg daheim gespielt, 3-0 gegen Malmö. Die haben sie daheim auch weggefegt, in Hoffenheim gewonnen. Also die Quote auf Leipzig ist gerechtfertigt. Die Frage ist jetzt, kann Leipzig seiner Spitzenposition gerecht werden und holt einen Sieg in Wolfsburg? Hm. Auch hier ist das nicht so interessant und das ist gut, dass du es jetzt zeigst, denn Leipzig hat Tottenham vor der Brust und die werden da motivierter sein. Also es spricht von Motivationszwecken fast mehr auf Wolfsburg zu gehen. Ja, das ist ja halt der Hauptpunkt. Leipzig wird sich hier jetzt wahrscheinlich kein Bein ausreißen, spielt noch dazu auswärts. Und ist die Frage, ob sie dann mit ein bisschen angezogener Handbremse gut genug noch sind, um hier Wolfsburg zu Hause zu schlagen, die wesentlich größere Motivation haben dürften in diesem Spiel. Heimtabelle, Wolfsburg jetzt nicht so überragend, aber auch erst dreimal zu Hause verloren. Also die können hier schon was reißen, deswegen Double Chance. Ist es die Frage, sollte man hier eine Außenseiterwette auf Wolfsburg gehen, die uns auch letzte Woche gegen die Eisernen schon wieder hängen gelassen haben. Deswegen Double Chance mit einer 2,0 auf Wolfsburg halte ich jetzt auch noch einfach nicht für wirklich überzeugend genug, denn mit Leipzig kommt ja jetzt hier nicht irgendeine Wald- und Wiesenmannschaft. Ja, es ist eine gute Quote für eine gute Wette, von der man aber überzeugt sein muss. Und das sind wir nicht. Vielleicht wenig Tore? Vielleicht. Oder auch nicht. Das ist eine zähe Angelegenheit bisher an diesem 25. Spieltag. Wird's besser bei deinen zwei Lieblingsvereinen, Hertha gegen Werder? Also Hertha interessiert mich nicht die Bohne. Ich glaube, Berlin-Fan bist ja eher du. Arminia Bielefeld und Hertha BSC, das sind ja so deine beiden Clubs. Aber Werder ist jetzt bitter, ne? Also ich glaube, die haben alles aufs Ligaspiel gegen Frankfurt gesetzt, sich vielleicht auch ein bisschen darauf gefreut, dass Frankfurt die Doppelbelastung hat innerhalb drei Tagen und jetzt geht es gegen Hertha und sie wissen in der Liga weiterhin nicht, wo sie richtig stehen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Werder absteigt und würde eher mein Glück auf eine Werder-Bremen-Wette versuchen, aber die Quote ist auch nicht gut genug, das muss man ganz ehrlich sagen, denn Berlin ist nicht so schlecht und Werder derzeit schon. Und deshalb ist es eigentlich, eine Viererquote wäre besser gewesen. Na, aber hier sehe ich einfach ein glasklares Unentschieden. Wollen wir hier einfach mit 0,3 Einheiten das Unentschieden manifestieren, weil dieses Unentschieden in meinen Augen besseres Value hat als jetzt ein Asian Handicap auf Bremen oder so. Weil wenn man die 0,3 verliert, okay, das kann man verschmerzen, aber wenn man jetzt eine ganze Einheit auf Bremen setzt und die das dann doch nicht gebacken kriegen, weil sie einfach eigentlich vom Trend her eine Mannschaft sind, auf die man nicht wetten kann, obwohl du es jede Woche wieder probierst, würde ich halt einfach dieses Unentschieden hier anbieten. Gefällt mir sehr, sehr gut. Für meine eigene Überlegung denke ich jetzt auch gerade nach, ob ich sogar ein Halbzeitunentschieden zusätzlich setzen sollte. Das hat ja auch eine Zweierquote. Mhm. Und da fällst du wie immer auf auf die Hertha rein, denn die sind ja bekanntlichermaßen eine sehr, sehr gute Ersthalbzeitmannschaft. Ja. Aber das ist hier ein 10-Punkte-Spiel sozusagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die taktische Ausrichtung ist, geht jetzt voll in den Angriff. Und Nuri darf man auch nicht vergessen, der hängt auch an Werder Bremen. Das stimmt. Vielleicht schenkt er ihnen die Punkte dann, weil es eh wurscht ist mit Hertha. Ja. Und bei Und Bremen geht es noch um was. Alles keinen Sinn mehr. Ja, jetzt ein hochinteressantes Duell zweier Underdogs, die Überraschungen dieser Saison, wenn man hier vielleicht auch kurz auf die Tabelle
blickt, wird das deutlich. Freiburg als 9. und Union als 10. stehen da zumindest vor Mannschaften wie Frankfurt, Augsburg, vielleicht sogar Hertha, auch Bremen oder Mainz, die man vielleicht, Mainz jetzt nicht unbedingt, aber die man eher höher eingeschätzt hätte, auch zum 25. Spieltag, beide noch gut dabei. Bei Freiburg so sukzessive der Trend langsam nach unten. Man erinnert sich ja, die hatten ja sogar mal die Chance, Tabellenführer zu werden. Glaube ich sogar ungefähr vor dem Spiel gegen Dortmund in der Hinrunde wurde Streicher dann nach dem Spiel gefragt, wie enttäuscht er ist, dass er nicht an die Tabellenspitze gesprungen ist oder so. Ansonsten die Unioner Woche für Woche wieder mit guten Leistungen haben sie uns schon des Öfteren gezeigt hier, wenn man nicht an sie geglaubt hat. Und können sie jetzt in Freiburg was reißen? Nee. Also, im Sinne von kein Tipp, weil Union Berlin ist mir zu stark zurzeit, Freiburg zu schwach, aber ich sehe nicht ein, hier auf Berlin zu setzen. Mhm. Fallen hier viele Tore? Das weißt du bei dem Spiel auch nicht, oder? Die Quote ist sehr gut. Freiburg schießt daheim nicht so viele Tore, also da muss man ein bisschen aufpassen. Union hat jetzt, glaube ich, schon einige Kisten gemacht, aber ja, über 2,5 für der Quote könnte, warum nicht, oder? Ich meine, die können mehr oder weniger befreit aufspielen, darf man auch nicht vergessen. Aber das wäre halt auch einfach nur eine Auf-Krampf-Wette. Das heißt, man überlegt, findet man irgendwo eine Wette, anstatt einfach zu sagen, nö, heute nicht. Da bin ich ganz auf deiner Seite. Wenn man jetzt hier nicht überzeugt davon ist, dann lässt man die Finger davon, auch wenn es eine Wette ist, die man spielen könnte. Schalke Hoffenheim. Was ist da bloß los mit Schalke? Die kriegen ja nichts auf die Kette. Vor allem keine Tore. Ja, das ist ihr großes Manko. Ich meine, im Pokal gegen Bayern, klar kann man sagen, 1-0 gegen Bayern ist eigentlich für viele ein gutes Ergebnis, aber bringt dir am Ende des Tages natürlich keine Punkte. Und jetzt haben die hier die letzten 4 Spiele keine Tore geschossen und das bei einem klasse ehemaligen Klasse-Stürmer wie Sandro Wagner, hätte ich fast gesagt, aber David Wagner war ja auch Stürmer und der David. Und auf der anderen Seite hast du natürlich dann die Hoffenheimer, die gerade so richtig abgewatscht wurden. Im direkten Vergleich, beide gegen Bayern gespielt, stand natürlich Schalke dann ein bisschen besser da. Ja, Hoffenheim hat es ja relativ clever gemacht. Durch die Plakataffäre redet eigentlich davon keiner, dass die 6-0 verloren haben. Sind jetzt auch Außenseiter gegen Gelsen oder Schalke, die echt jetzt eine enttäuschende Phase in diesem neuen Jahr hinter sich haben, sind auch auf Rang 6 abgerutscht. Noch viel schlimmer ist aber, wie viele Punkte der Rückstand auf Platz 5 ist. Also Schalke muss aufpassen, dass sie nach einer tollen Hinserie gar nichts am Ende der Saison in den Händen haben, außer Spesen nichts gewesen. Und Hoffenheim, ich meine, spricht hier wirklich super viel für den Unentschieden, oder? Mhm. Also oder kann Schalke jetzt die Wende schaffen oder wäre schon ein unentschiedener Erfolg für beide, glaube ich. Wenn wir uns die Tabelle anschauen und die letzten 5 Spiele von beiden Mannschaften zusammenzählen, kommen wir auf einen Sieg aus 10 Spielen und das waren die Hoffenheimer hier. Von daher wären beide, glaube ich, mit einem Punkt echt mal zufrieden, dass sie wenigstens nicht verlieren. Und das wäre dann auch mit 0,3 Einheiten unser zweiter Unentschieden-Tipp an diesem Spieltag, mit dem man dann eine Einheit gewinnen kann. Und wenn nur eine dieser 2 Unentschieden-Wetten einläuft, dann hat man schon mal einen guten Gewinn gemacht. Und dann haben wir natürlich das schon angesprochene Topspiel zwischen den Borussia-Teams aus Gladbach und Dortmund. Wir werfen nochmal einen Blick auf die Tabelle in der Vorrunde. Das ist doch sehr interessant gewesen. Das war die Tabelle vor diesem Hinrundenspiel, hat Gladbach die Tabelle in der Bundesliga angeführt. Dortmund war hier auf Platz 8 noch nicht so richtig in Fahrt gekommen. Und dann ging das Spiel ja 1-0 für Dortmund aus. Ja, und so. Dortmund konnte Boden gut machen. Und für Gladbach, wie wir alle wissen, ging es dann im Laufe der Zeit ein wenig nach unten. Auch das Pokalspiel konnte Dortmund gegen Gladbach gewinnen. Und jetzt hier in Gladbach
sind sie natürlich, was heißt natürlich, aber sie sind Favorit mit einer relativ hohen Quote für Dortmund. Ist jetzt die Frage, kann Gladbach, die jetzt auch aus den letzten 5 Spielen immerhin 3 Siege und 2 Unentschieden geholt haben, hier die Dortmunder ärgern zu Hause, ihnen Paroli bieten, eine Überraschung sorgen, oder läuft es darauf hinaus, dass der BVB hier weiterhin sich so präsentiert wie in den letzten 3 Spielen, die allesamt gewonnen wurden? Normalerweise sage ich, BVB gewinnt das. Auf der anderen Seite spielen sie jetzt halt ein paar Tage später gegen Paris Saint-Germain und dann ist auch die Frage, wie stellt ein Lucien Favre sein Team auf? Sagt er, Haaland spielt lieber nicht, sondern soll wieder eingewechselt werden, mal schauen, was geht, und ist dann lieber in Paris fit oder lässt dann Sancho draußen? Ich finde das wirklich super schwer zu sagen. Normalerweise würde ich hier auf Dortmund gehen, ganz klar, aber mit dem Hintergrund, dass Champions League ist, würde ich hier keine Wette platzieren wollen. Interessant übrigens, wie viele Wochen man schon nicht mehr über Lucien Favre gesprochen hat. Der hat ja in der Hinrunde gefühlt Woche für Woche ein Endspiel gehabt und am Ende hat er jetzt wieder einen sicheren Job. Fußball schon eine verrückte Nummer. Aber siehst du eine Wette? Ja, ein Unentschieden bei einer Viererquote. Auch hier, wie du gesagt hast, absolut richtig. Die Dortmunder müssen eigentlich alles auf Paris konzentrieren. Oft hat man dann halt so den Fall, die schießen sich dann vielleicht warm, sie sagen, wir wollen uns jetzt hier für dieses wichtige Spiel auch für die Startelf empfehlen, für die Leute, die vielleicht so auf der Kippe stehen oder die jetzt eine Chance kriegen, weil ja das andere Spiel wichtiger ist, und dann ist die allgemeine Qualität von Dortmunds Kader natürlich eine andere als die von Gladbach noch. Ja. Kommt hinzu, dass die Dortmunder jetzt auch hier in den letzten Spielen ganz gut performt haben in der Liga, zumindest hier 1-0 gegen Freiburg, das war ein schweres, auch nicht gutes Spiel, und 2-0 gegen Bremen, und naja, die anderen Ergebnisse sind bekannt, aber sie haben zumindest ihre Abwehr scheinbar in den Griff gekriegt, das war ja immer so ein bisschen das Manko. 4 Gegentore gegen Leverkusen sehen wir hier zum Beispiel noch in nicht allzu ferner Zukunft. Auf der anderen Seite, die Gladbacher haben zwar einigermaßen respektable Ergebnisse gehabt, aber wenn es dann jetzt gegen ein starkes Team wie Dortmund geht, wird es halt schwierig. Außerdem haben sie aber gegen Leipzig zum Beispiel 2-2 gespielt. Also ein Unentschieden hier, absolut nachvollziehbar für 0,25 Einheiten, um eine Einheit zu gewinnen. Das dritte Unentschieden an einem schwierigen Spieltag. Wenn ihr das anders seht und entscheidungsfreudiger seid, dann gerne in die Kommentare schreiben und uns auf unsere Fehler hinweisen, wenn wir denn hier etwas anders sehen als ihr da draußen. Und dann haben wir das bayerische Derby. Da möchte ich übrigens was sagen. Es wird auch garantiert nichts gelöscht. Die einzigen Kommentare, die gelöscht werden, passieren in der Regel von YouTube-Algorithmen selber. Wenn man zum Beispiel das Wort Hurensohn verwendet oder irgendwas, was nach Spam aussieht, aber wir löschen tatsächlich nichts. Nee, also jetzt, schon gar keine Tipps, also da war anscheinend irgendein Fehler oder irgendwer ist aus Versehen über die Maus gerutscht, aber wir diskutieren lieber mit allen Leuten sachlich, als dass wir irgendwas löschen, und deswegen derjenige, der das kommentiert hat, falls du wirklich dein Abo gelöscht hast und uns nicht mehr verfolgst, tut es uns leid, komm zurück. Oder ansonsten für alle anderen, wir löschen sicher keine Kommentare, außer sie sind halt deplatziert. Und jetzt hier das bayerische Derby. Lass gleich auf Asian Handicap gehen, denn normalerweise macht ja Augsburg immer irgendwas Gutes in München, oder? Ja. Vor allem jetzt auch hier Champions League. Bayern hat jetzt gegen Schalke gespielt. Nächste Woche auch wieder. Oder nee, die spielen erst in 2 Wochen, aber. Oder spielen auch nächste Woche, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall, Augsburg +3 können wir einloggen, oder? Ja, definitiv. Also ich denke auch, die werden sich in München vielleicht immer ein Stück stärker präsentieren als an anderen Orten und vor allem gegen Bayern immer sehr motiviert sein. Und da ist besonders interessant auch der direkte Vergleich, finde ich. Diese 2 hohen Niederlagen, die liegen schon ein paar Jahre zurück, der Augsburger gegen die Bayern. Aber selbst da hätten wir die Wette nicht verloren. Wie bitte? Selbst da würden wir die Wette nicht verlieren. Genau, also ist es auf jeden Fall eine gute Wette, auch angesichts der guten Phase der Bayern, die nicht immer so weitergehen wird.
und des DFB-Pokalspiels, das schon auch nicht so in Bayern-Manier war gegen die Schalker mit nur 1-0. Und dann eben Champions League ist erst am 18. erst, dazwischen nochmal ein Gastspiel bei Union Berlin. Also das fließt hier nicht mit ein, aber dafür die anderen Punkte bringen uns zu einer relativ guten Wette auf die Augsburger, die ja auch endlich mal wieder was reißen müssen. Und gegen Bayern sind ja sowieso alle immer besser, als sie normalerweise auch sich präsentieren. Dann hier ein Karnevalsduell nachträglich zwischen Mainz und Düsseldorf. Die Fortuna im Elfmeterschießen im Pokal an Saarbrücken gescheitert. Wahnsinn, was da Saarbrücken gezeigt hat auch wieder. 5 Elfmeter gehalten. Wahnsinn, 5 Elfmeter. Ja, dieser Typ hat wirklich Großartiges geleistet. Das wird er nie wieder vergessen, natürlich sowas. Vielleicht der Tag seines Lebens in sportlicher Hinsicht. Man muss ja immer zwischen Sport und normalem Leben unterscheiden, aber so viel Philosophie zu diesem Thema. Aber was kann die Fortuna also nach so einem Nackenschlag jetzt in der Bundesliga leisten? Ja, wenn jetzt hier zwei reden, dann ist es immer schlecht. Aber erzähl mir doch, was du dazu... Nö, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie immer, ich weiß jetzt nicht, ob er ein Kind hat oder so, aber was soll er sonst Privates besser geleistet haben als erster Viertligist aller Zeiten durch 5 gehaltene Elfmeter in die Top 4 im DFB-Pokal gekommen zu sein. Ich habe hier nur eine Idee. In der letzten Saison haben wir ziemlich oft 2 aus 4 Systemwetten mit Unentschieden gespielt. Das könnte hier ein potenzielles 4. Unentschieden sein. Und lock ein. Mach ich. Das ist bei einer Viererquote, finde ich sowieso, wenn eine Partie so in keine klare Richtung driftet, ist eine Viererquote für ein Unentschieden prinzipiell immer eine Option. Und natürlich dann nicht immer mit vollem Einsatz. Ich würde den Einsatz so anpassen, dass man, wenn dieses Unentschieden einläuft, man eine Einheit gewinnt. In dem Fall wäre dann bei einer Viererquote der Einsatz halt 0,25 Einheiten. Wenn deine Einheit normalerweise 10 Euro sind, setzt du halt 2,50 Euro drauf. Oder du machst es wie wir und machen eine 2-4er-System-Unentschieden-Wette. Das heißt, man muss 2 Unentschieden gewinnen, dann kommt man mit einem kleinen Gewinn raus. Und wenn das 3. Unentschieden einläuft, dann lohnt sich's richtig. Andererseits hast du natürlich auch einen höheren Einsatz und ein höheres Risiko. Wenn es nur ein Unentschieden gibt, dann verlierst du alles. Aber so ist es halt. Man muss halt schauen, wie viel Risiko man geht. Man muss auch mal verlieren können. Gut, dann haben wir das Nachholspiel noch, der Gladbacher gegen Köln. Aber dazu kann man relativ wenig sagen, weil beide Mannschaften jetzt an diesem Spieltag noch im Einsatz sind. Fassen wir zusammen. Wir hatten relativ viele No-Bets am Anfang, aber dann... Unentschieden, Hertha gegen Bremen. Genau, bei einer 3-6er-Quote. Unentschieden, Schalke-Hoffenheim, 3,7. Unentschieden, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund. Und dann noch ein Unentschieden zwischen Mainz und Düsseldorf, aber eins habe ich übersprungen, absichtlich, um die 4 Unentschieden auf einmal hier darzustellen, denn Augsburg bei Bayern München, Asian Handicap plus 3 bedeutet, verlieren die Augsburger mit 3 Toren Rückstand, gibt es das Geld zurück, verlieren sie mit weniger als 3 Toren Rückstand, ist die Wette bei einer 2er-Quote gewonnen. Geile Sache eigentlich. Sehr geil. Und? Dann wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende und danke für ein Like. Bis oder dahin. Zwei oder drei oder vier.